und wir sparen, bis wir aus dem Krieg mehr oder weniger draußen sind. Also eine andere Möglichkeit sehe ich nicht wirklich, leider. Diplomatiemäßig ist das hier das Kriegsziel. Nur, dass unsere Jungs leider noch nicht wirklich eingetroffen sind. Mit Westerna sind wir ja auch noch im Krieg. Das darf man ja nicht vergessen. Das wird richtig lustig. Ja, ich weiß, aber ich kann es nicht ändern. Ich brauche doch Geld. Und wenn du mir nichts vorschlägst, was die die Stimmung ein bisschen hoch macht. Dann kann ich es halt auch nicht ändern. Hier steht ja vor allem noch nicht mal, wie man ein Gebäude abreißt. Das ist nicht mit Rechtsklick. Oder kann ich jetzt einfach... Ne, das bringt ja auch nichts. Ja, der braucht natürlich auch 2 Runden, um dahin zu kommen. Ach, das ist doch alles Kacke gerade, ganz im Ernst. Ach, Mann. So wird es nichts, Leute. So gibt's nur aufs Maul. Aber in 4K. Ach du Kacke. Jetzt kommen da auch noch mehr Affen an. Das können wir nicht. Das können wir nicht. Dafür zieht sich die Hauptstreitmacht ein bisschen zurück. Was uns mit ein bisschen Glück die Chance gibt, uns die Länder hier unten zurückzuholen. Das ist blöd, dass die Reichweite so unfassbar gering ist. Und warum sind Einheiten immer kaputt, wenn man sie rekrutiert? Also das finde ich auch echt nicht cool. So, wir brauchen hier noch auf jeden Fall was. Lass mich in Ruhe damit. Ansonsten, ja, wir können halt gerade auch, also ich, wie gesagt, ich möchte einfach sparen, damit wir mobil bleiben können, was Truppen angeht. Deswegen werde ich jetzt nichts bauen. Ja, das würde ich gerne bauen. Eine große Halle, weil es mehr Truppen bringt. Aber wird nichts. Weil das Geld, was wir haben, wird gespart. Sie verlegen anscheinend den Fokus jetzt wirklich woanders hin. Warum sind es auf einmal 9? Ist ja unverschämt. Warum sind es auf einmal 9? Es waren gerade eben noch 4. Unsere Tapferkeit ist legendär. So, ab mit euch in die Stadt. In den Krieg. Da kann man sich auch gescheit erholen. Das hier bitte. Warum kommen denn nicht die Bogenschützen? Mann! So was Dummes. Hier kommt leider auch nichts. Nach Ruhm. Sie werden fallen. Also, 8 haben wir. Sobald die voll da sind, wird hier angegriffen. Und solange müssen wir einfach leider noch warten. Es nützt ja alles nichts. Da muss man sich gar nicht erst ins Gefecht stürzen. Das bringt ja nichts.
die gehen wirklich weg erstmal aus unseren Landen. Es werden vor allem immer mehr. Gerüchten zufolge soll dieser Mann gegen euch arbeiten und plant bereits seinen nächsten Schritt. Du Sack. Ja, Einfluss ist wichtig, jetzt gerade für uns. Die Männer wollen endlich loslegen. Ja, ja. Was? Drest hat eine nicht zugewiesene Fähigkeit. Das heißt, wir können jetzt hier was machen. Und, was nehmen wir denn da? Ich denke, wir nehmen wieder das, ja. Auch wenn das nicht wirklich so nötig ist, weil der noch relativ da oben steht. Fraktion vernichtet. Okay. Die Party geht ab anscheinend. Was heißt denn die Fahne da? Weiß man nicht. Okay. Für den Ruhm der Gälen. Und immerhin wird hier ein bisschen verstärkt. Das ist gut, aber Versorgung ist niedrig. Leider auch nur. Was passiert? Keine Chance. Keiner wird gegen uns bestehen. Ich bin mal wieder viel zu ungeduldig und werde jetzt hart aufs Maul kriegen, aber ich möchte einfach probieren, was das Spiel so hergibt. Ihr seid relativ gut erholt mittlerweile, das ist schön. Das heißt, vielleicht könnt ihr jetzt schon mal nach da unten rücken. Können schon gar nicht mehr. Im Krieg und komm schon. Wenn die jetzt wieder nach oben laufen, wäre das blöd. Aber verständlich. Aber trotzdem ist die Stadt da oben so oder so bald wieder uns. Da sind sie. Wir sehen sie nicht. Das Einzige, was wir sehen, ist, dass... Das gefällt mir ja gerade gar nicht. Vernichtet Orkney, ja. War uns schon lange ein Dorn im Auge. Bewohner dieser Lande sind Gälen, werden aber von gewalttätigen Wikingern unterjocht. Wir sollten diese Leute befreien und eine Herrschaft der Gälen in diesem Land errichten. Ja, wenn das so leicht wäre, ne? Aha. Jetzt kommen auch noch die Normannen vom Süden. Ja, also was ich sagen wollte, das Einzige, was wir hier sehen, ist, dass Stratclot immer mehr Gebiete verliert. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis, ja, der Kuchen gegessen ist, wie es so schön heißt. Wir können jetzt auf jeden Fall erstmal uns diese Stadt holen und sie sogar plündern, unsere eigene Stadt. Machen wir aber natürlich nicht. Ins Gefecht. Gut, gut. Soweit, so gut. Ab mit dir in die City. Und auf jetzt rekrutieren. So. Dass wir wenigstens ein bisschen zurückschlagen können. Grr. Ich spare weiterhin. Und beende jetzt die Runde und hoffe sehr, dass das jetzt einfach... Dass wenn der Fokus mal ein bisschen von uns auf Stratclot gerichtet wird, von... North Leoda, die einfach alles verschlingen, was da im Weg ist.
und sich schön mit allen möglichen Leuten prügeln. Und die nächste Fraktion ist schon dahin. Brave, ne? Der Wurm des Nordens wehrt sich. Es gab eine Zeit, in der viele seiner Nachbarn zu Northumbria, als Zentrum der Frömmigkeit und Gelehrsamkeit aufblickten. Das endete, als sie eine Abmachung mit den plündernden Wikingern einging. Doch nun haben die Engländer im Norden die Nase voll und schicken ihre Armeen gegen Northumbrias Marionettenkönig in die Schlacht. Die Angelsachsen in North Leoda erklären Northumbria den Krieg. Das bedeutet diplomatisch. Oh, es ist richtig langsam runter zu scrollen. Northumbria. Ah, ja. Mausklick. Clever. Ja, Northumbria kriegt jetzt... Also auch von North Leoda, die wirklich abgehen wie Sau. Immer weiter... aufs Maul. Wir schauen nochmal ganz kurz ein bisschen. Wir sind tatsächlich gar nicht verbündet mit... Wir sind nur verbündet mit Afochla. Mhm. Aber die hier mögen uns gerne. Möge euer Besuch unser beider Hoffnungen erfüllen. Ja, komm. Für mich klingt das gerecht. So, jetzt sind wir auch mit denen verbündet. Aus der Not heraus natürlich. Die öffentliche Ordnung ist gering. Sie ist bei minus 1. Schon okay so. Oh. Und Eileen kann wieder was verbessern. Welcher bist du? Bist du der hier? Nee. Auch der nicht. Wieso nur der, der immer nur blöd rumsteht? Man. Ja, dann nimm doch bitte irgendwas, was... Ja. Uns lokal weiterhilft. Fordat kann auch noch was. Wir enttäuschen euch nicht. Kann sich auch noch verbessern. Das ist der Statthalter. Der natürlich dann auch noch hier das Lokale hat. Mhm. Die Männer wollen endlich loslegen. Gibt es eine plündern Haltung? Ah. Sehr schön. Fürchtet uns. Aber das brauchen wir natürlich noch nicht. Dann wir besetzen das hier erstmal. So. Legitimität, wachsende Macht. Auf den schottischen Thron hatten es in der Vergangenheit zahlreiche Herausforderer abgesehen. Und auch heute bezweifeln noch viele, ob ihr wahrlich als Herrscher geeignet seid. Doch kann niemand bestreiten, dass das Königreich unter eurer Führung an Macht gewinnt. Ja, schön wär's, ne? Das nützt mir gerade alles nicht so viel. Aber jetzt haben wir wenigstens unsere Einheiten wieder, die wir schon damals hatten. Und können jetzt versuchen, selbst ein bisschen einzufallen, wenn wir uns das schon trauen. Allerdings würde ich jetzt gerade lieber erstmal ein bisschen abwarten. Und vielleicht hier oben. Das hier bauen. Boah, kostet das viel. Aber das bringt halt Handel und Versorgung und Nahrungsproduktion. Ist von daher gesehen richtig gut. So, da sind sie wieder. Und machen gerade alles kaputt, was da ist.
krass, dass die schon so viel Armee haben.